Willkommen zurück beim dritten Teil der Quest Gestohlene Träume und zum 78. Teil von Film. Genau. Super. Wir hoffen, dass die Quest vielleicht langsam ein Ende findet. Und zwar deswegen, weil wir keinen Bock haben, jedes Mal Waffeln zu starten. Ah, ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber es nervt doch, wenn man die Kacke immer neu starten muss. Wenn es wenigstens schnell gehen würde. Also. Ich probiere jetzt mal ein Limbo. Ja. Wenn er nicht geht, haben wir Arschkarte. Will ich eigentlich mit Dingen aktivieren? Kann ich da? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das geht schon, oder? Wobei, nee, du kannst nicht mal Sachen aufheben, wenn du im Rift bist. Aufheben ist ja wurscht. Ja, aber die Dinge aktivieren, das steht. Vielleicht gilt es wie aufheben, weil es Interaktion mit der nicht materiellen Welt. Das wäre schon geil, weil da hätte ich ihn jetzt genommen für einen. Ja, dann kann ich ja alles selber machen. Ich weiß, ich laufe den halt mit. Scheiße. Einfach darüber nachdenken sein. Sieht man ja dann. Na, Limbo ist eh immer ein bisschen noch ein Mysterium. Aber ach, wir müssen gar nicht. Wir müssen irgendwie so eine Maschine kaputt machen. Glaube ich. Hier ist eine Befallene. Cool. Geh zum Void Portal. Das ist nicht. Oh, das ist gehabt. No. Ja, geil. Okay. Also ich glaube, die machen vorwiegend eigentlich die Quest, damit man ein bisschen Story hat. Hört sich jetzt vielleicht blöd an. Aber sonst kann ich mir das fast nicht erklären. Okay, wir sind dadurch Portal durch. Oh, das ist überraschend. Okay. Natürlich ist hier alles in Ordnung. Oh ja. Kein böser Vogel. Ja. Jetzt kommt gleich so ein Ultra-Mega-Affenarsch. Oh ja. Das wäre echt toll, Jens. Muss ich hoch, runter? Oh. Ich weiß es nicht. Ich lauf mal den Weg hoch. Ja. Da ist. Was ist das? Nein. Es macht mir was aus. Mach, was du willst. Oder kriech raus. Warum ist einer? Oh. Okay. Durch, geh da durch. Wo muss man hin? Da. Ja. Weil ich kann das gut. Ich bin nämlich Loki und ich bin perfekt ausgerüstet für so eine Scheiße. Ja, indem man den Zeitpunkt erwartet und doch hab's. Bist du da? Weil ich kann jetzt da ein Fragment hochladen. Gucken, was passiert. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich bin aus wie so ein Kopf von Crota von Destiny. Ja, genau, gleich vom Crota. Sieht schon komisch aus. Oder? Das ist ein alter Kuhkopf. Ja. Und du? Wir werden sterben. Komm, man kickt. What just happened? Wow, da ist er. Da war er. Ja, der war ja schwach. Das war dein. Das war's. Hm? Das war's. Ja, das war's. Tenno, I don't know if we got the answers we came for, but there's nothing more for us here.
Kommen wir wieder zurück? Müssen wir wieder den gleichen Weg zurück wandern oder was? Sieht so aus. What? Where's my damn treasure? I was told there would be treasure. Whatever that was. Oh, wie sehen die Laser aus? Nein, sind sie nicht. Sie redet hier ganz von einem Schatz, aber da ist doch kein Schatz, oder? Hast du was gesehen? Was aussieht wie ein Schatz? Was sich gelohnt hätte, dass wir die Scheiße ja gemacht haben? Nein. Doch, pass auf, was ist denn hier? Ich glaube. Das war Käse. Ah, oh, wie seid ihr? Da ist ja ruhig Zeit. Ich wollte da gucken, was es ist. Ah, es war tödlich. Weil, da geht's nämlich. Da komme ich niemals so schnell hin. Für selber. Lass dir Zeit. Nee, also ich guck Schwend. Weil die redet hier von so einem komischen Schatz und hier ist so eine komische Kammer. Ich laufe einfach mal zum. Hey, ich sehe dich von hier oben. Hier hat man auch runter. Okay. Toll, da bin ich wieder komplett zurückgesetzt. Die miese Drecksau. Was heißt komplett zurückgesetzt? Oder bloß ein Feld zurück. Okay. Hey, das ist ein Screening am Top. Waren gerade zwei Stück. Boah, ist das fett. Echt. Krieger. Gerade Anfall. Bisschen. Das Ding ist rot. Was ist rot? Tja. Alles Opfer. Ich versiegel das Tor. Ach, Scheiße. Verrundete Falte. Und hast du schon einen Schatz gefunden? Nein. Ich versuche hier ständig irgendwie eine Abkürzung zu nehmen. Die nicht funktioniert? Ja. Also gefunden habe ich noch nichts, aber ich bin auch noch nicht fertig. Aber ich kann ja trotzdem mal Richtung Ziel laufen, vielleicht kriege ich es noch hin. Ja, nur vielleicht. Nicht, Tim. Der Schatz war heiße Luft. Ja, könnte schon sein, aber. Die Belohnung war echt. Die Motivation zu steigern kriegt man eben nicht. Wenn man denkt, man kriegt beim nächsten was. Was kriegt man? Nichts. Okay, dann kriegt man nachher was. Nein. Problem ist, ich sehe hier hinten Kisten, aber ich komme nicht hin. Wenn ich ins Ziel laufe, soll man schon besser. Soll ich rein? Ich glaube, bleibt gar nichts anderes übrig, weil, wie gesagt, ich komme hier nicht rein. Oh, ist das kacke. Also, es sind auf jeden Fall Container. Ob man jetzt da was Besonderes gekriegt hätte oder nicht, kann ich euch leider nicht sagen. Ist halt nicht. Also ich finde noch die Lösung in den nächsten paar Sekunden. Ich soll stehen bleiben, weil sonst zählt die Zeit nicht runter. Ja, nee, passt. Ich versuch's. Die, wo das Bild nicht sehen, ist immer noch komisch im Kreis und macht Blödsinn. Schade. Keine sinnvollen Dinge. Fertig, Schuss. Diese Schweine. Da kommt man irgendwie nicht rein. Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin! Mission erfolgreich.
Da, Ether durch. Das war. Meinst du, ich habe das noch gekriegt? Oder nein, ich denke mal, das war die Belohnung für den. Verzack! Vielleicht war ich schuld. Ja, genau. Also, man kommt rein in dieses Ding, bloß was es kriegt. Die Orokin-Beschleuniger brauchen heute bloß wegen mir. War wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Du kriegst ja eine Schelle von mir. Was geil ist, ich habe noch meine Orokin-Beschleuniger. Ja, das ist echt das Beste. Meine 20.000 Waffen, wo ich keinen drin habe. Ja. Keine Ahnung, kein Verlust, den hast du verloren. Ja, und jetzt? Ich glaube, du darfst dich wieder ausloggen. Nah, I'm used to it. When you don't run with any of the major factions or syndicates, the big paydays are few and far between. Quest 3 komplett. Hast geschafft, oder? Listen, ich nicht. Mir bringt dir nichts. Also die Quest kriegt als Belohnung die Ether-Dolche und eine Beschleunigung. Cool. Also Ether-Dolche kann man drüber streiten. Aber Orokin-Beschleuniger nimmt man gerne mit. Also hat sich's eigentlich sogar rentiert, weil man kriegt die Kacke nämlich sonst nirgends. Doch, beim Shop. Vielleicht. Ich würde schon die Plätze reinhauen. 24 Platin. Dann laufe ich lieber mit Unlauf gelevelt. Dann warum bevor ich die Scheiße kaufe. Okay, also dann. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war jetzt die Questreihe Gestohlene Träume. Ich glaube, das wird auch so ein kleiner Teaser für das 16er Update. Das wäre cool, wenn mehr so Sachen kommen. Ja, aber wir haben jetzt was befreit. Was nur? Böses. Ohne auslocken. Oh, doch. Hey, wir haben 60 neue Missionen für euch, aber nach jeder verfickten Mission dürft ihr euch auslocken. Juhu! Das spielt die Scheiße selber. So, also, ich denke, beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich dann mal Mirage farmen. Mirage und mal so eine Neuerung auf so einem, was war's, Planet? Ja, mit Spionage 2.0. Sisi. Jo. Sind wir gespannt. Oder vielleicht mal Hydroid. Stimmt. Content über Content. Wir wussten letztes Jahr schon nicht mehr, was wir aufnehmen sollen. Ja. Weil wir nichts Besonderes mehr hatten zum Zeigen. Also für unsere Let's Play-Format. Genug Waffen, aber. Da sind keine Beschleuniger drin. Also brauche ich die Waffen auch nicht zeigen. Warum? Ja. Weil sie Schrott sind. Richtig. Ja. Deswegen haben wir uns letztes Jahr ein bisschen schwer getan mit den Let's Play-Folgen, aber es haben wieder genug Formate. Ansonsten schreibt uns auch Kommentare, was ihr gern sehen möchtet. Es hilft uns auch ein bisschen, dass wir wissen, was wir tun können. Dich. Nackt. Mit dem Apfel im Mund. Auf dem Tisch gewickelt wie ein Schwein. Da, er hat so viel von Raubtierbrose getrunken, daran liegt. Und quietscht wie ein Schwein. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Oh.